Shalom Aleichem. Antes bein sugast kolaboradulin, was erkenntem git, eres der Verwalter von de idische Programmen beim Arbeiterring. Und ich hab zu nehmen konkrete Frage. Man entschuldigt, kimat mit a halb Jahr zurück, ob mir sich mit dir getroffen, in gerät wegen ein neues Programm von Lernen idisch auf a virtuellen Neuf. Was ist von dem geworden? Ich bin sehr zufrieden, dort zu sein noch einmal. Und ich bin äußergewöhnlich zufrieden mit dem Resultat von dem Programm, was wir haben eingeführt beim Arbeiterring im Oktober. Wir haben die größte jüdische Programm, nicht akademische Programm in Amerika. Im letzten Semester haben sich beteiligt in unseren jüdischen Klassen, sei ponem al ponem, sei virtuell, 130, mehr wie 130 Studenten. Und zwischen sie, 34 haben sich beteiligt in jüdischen Programmen durch Internet. Wann sind die Menschen? Das ist eine sehr interessante Geografie. Wir haben gehabt Studenten von 8 Staaten von den Vereinigten Staaten, besuchen Kalifornien, Nebraska, Ohio, New Jersey versteht sich, Pennsylvania, Florida und auch außerdem etliche Menschen von Kanada. Und ein Enthusiast, ein junger Bocher, ein Amerikaner, wird heute demolt gearbeitet in Ukraine, in Odessa. Helfen die Kinder in Jesomimhaus, jüdische Kinder. Und hat gedarf nehmen an Klasse zwei Säge bei Nacht. Kole, und wo ist der Niveau? Es ist doch verständlich, dass alle Studenten auf einem sehr Niveau und öfter viele einer ist ein Avancierter und ein zweiter älter Stund. Wie soll hast du das koordiniert? Erstens haben wir vorgelegt in Harpsmann drei Kursen. Die erste ist für die, was ich habe gelernt, dem jüdischen Alphabet in 4 Klassen. Und sie haben gekannt, lernen Jiddisch und gehen weiter. Avrom Lichtenbaum hat gelernt nur mit den Avancierten und sie haben herumgerät verschiedene Werke von Klassikern und modernen jüdischen Schreibern. Und ich habe, wie du kennst, eingeführt einen Kurs Lehen vorwärts mit Vergnügen, die zu ziehen, die Menschen zu lehnen vorwärts. Ich habe gehabt 14 Studenten von verschiedenen Staaten in der 20er, 30er, 40er, 50er, 60er bis 80er. Alle. Und das ist auch eine Meile. Also alle können kommen in eine Klasse und lernen. Das Mal wollen wir vorlegen 10 Kursen auf Internet mit bewussten jüdischen Lehrern wie Sheva Zucker, Paula Teitelbaum, Gennady Eistreich, Avrom Lichtenbaum, Michael Wex, Yves Jachnowitz und ich. In die alle Lehrmuden werden geführt in Jiddisch? Wir wollen haben Klassen, was wollen, was mit welchen führen nur auf Jiddisch, mit Avromen, mit mir und mit Yves Jachnowitz und Sheva Zuckers Elementary 2 wird sein euch meistens auf Jiddisch und Nawada für die Onhebers wird es sein auf Jiddisch und auf Englisch und wir haben 2 spezielle Kursen mit Gennady Eistreich, was wird lernen, ein Kurs auf Englisch, aber wegen Modernism in der jiddischen Literatur, sehr interessanter Kurs und ich kann euch nicht sagen, wer ist Michael Wex, er wird euch geben einen Kurs wegen jiddischer Idiome, reinmischen sein Humor und Modernism und es wird sein lebendig und freilich. Ich habe gerade euch dem Kuvert sich beteiligt in dem. Es ist bei mir eine sehr interessante Frage, die gekommen von den Studenten. Aber wie mir hat sich heute gedacht, es gewesen ein bisschen zu gepresst. Aber das ist eine Klasse, ja? Und in Klasse
bin ich aber los, ja? Und ich darf koordinieren eine Zeit von unterhalben Show, also es darf sein effektiv. Also die Studenten können nicht nur haben eine Gelegenheit zu hören an Redner und fragen Fragen, noch auch bearbeiten einen Text von Vorwärts, sehen ein Video von Vorwärts und entfernen auf die Fragen, fragen die Fragen und euch hören Audio-Reportage von Vorwärts. Ist zu tun, das als in ein Klasse darf man sich begrenzen. Jedenfalls, mir ist gewesen sehr unangenehm zu sehen, lebendige Menschen. Junge Menschen. Das ist eine spezifische Sache, weil bei der Klasse sitzen wir punem mit dem Computer. In unsere Lehrer sehen wir nicht. Es sind tausende Menschen, ich bin sicher, die sind verinteressiert und lernen sich Jiddisch. Aber sie wohnen in verschiedenen Ecken der Welt und sie haben nicht keinen Zutritt zu Jiddisch. Jetzt haben sie ja. Wir haben nur was die Menschen, was haben sich verschrieben in unseren Arbeiterinnenkursen in Australien, von Australien. Ein Interesse von Hongkong. Zwei Menschen haben sich verschrieben von Israel und einer Nächten von Spanien. Was die ganze Geografie. Einmal ist man gesessen bei der Rebe, es ist gewesen warm. Mister sitzt mit dem Computer und man hat das Schmies. Und man trinkt eine Teppelkawe. Ja, man trinkt eine Teppelkawe und es ist, man sucht Eimisch. Es Kolja, ich wünsche dir der Volk und ich will nur dieses mitteilen in unsere Zuhörer. Sie sollen wissen, Sie kennen sich noch verschreiben auf die Kursen via Zoe. Ja, es ist sehr wichtig. Wir können noch alles verschreiben. Die Kursen geben sich an etliche die letzte Woche im Februar, von 23. Februar. Etliche geben sich an in Onib März. Wir haben die Informationen auf unserer Webseite, was ihr wollt sehen. Und wir können euch anklingen, ob es seinen da Fragen. Wir seinen Gerät euch, wir haben noch alles, aber nicht zu viel, weil es ist da speziell für eine Sprachklasse, weil wollen wir nehmen nicht mehr wie 15 Studenten in einer Klasse. Es sind noch die Reserve, ja? Ja, noch alles, ja. Es verliert nicht keine Zeit, verschreibt sich. Und es ist euch noch eine Sache, ob ihr werdet ein Mitglied von Arbeiterring, speziell für die Ponem-Alponem-Klasse, kriegt man also eine solide Hanoche. Das heißt, es ist Stipendien? So. Nicht Stipendien, es ist mir bezahlt, ja. Aber Hanoche ist ein Discount. Mhm. Ja, ich verstehe. Ja. Ja. Es ist noch einmal ein Dank dir. Ein Dank dir. Und ich hoffe, dass als mehr und mehr Menschen wollen sich zuschließen zu deinem Programm. Und zu Gast bei uns ist gewesen Kolja Baradulin, der Verwalter von jüdischen Programmen beim Arbeiterring. Einen großen Dank.